Ja, wir stehen kurz davor, der ganzen Woche Tschüss zu sagen. Es war wieder ganz schön was los. Man wusste ja zwischendurch gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Da hatte man den Kopf voll, es stieg einem alles irgendwie zu Kopfe. Und man brauchte ganz schön Köpfchen, damit einem die bedeutendsten Köpfe dieser Woche nicht über den Kopf hinaus wachsen. Dit war dit, unser ganz und gar nicht kopfloser Wochenrückblick. Köpfe, Köpfe, so viele verschiedene Köpfe diese Woche. Da schwirrte einem am Ende selbst richtig der Kopf. Ja, ich bin ein bisschen verrückt, wild. Die einen riskieren beim Sport Kopf und Kragen. Und was haben sie davon? Straffen Arsch, straffe Beine, flachen Bauch. Andere sind etwas kopflos. Nips. Zum Beispiel, wenn sie nicht wissen, wie ein Oleander aussieht. Ja, schöne Rhododendron. Ja. Ja, manche gießen sich auch für einen guten Zweck kaltes Wasser über die Birne. Und das finde ich natürlich ganz schön. Oder sie verschwinden ganz mit dem Kopf unter Wasser und tauchen mit einem Topf wieder auf. Und jetzt suchen wir seit einem halben Jahr nach diesem Schatz. Auf der Suche nach dem DFB-Pott haben es die Schätzchen von Energie Cottbus allerdings vergeigt. War wohl auch wieder so ein Kopfding, ne? Das hat was mit der Birne zu tun, nicht mit den Fähigkeiten. Ja, ein paar sehr fähige Juwelendiebe sind mal wieder mit dem Kopf durch die Wand. Da gibt's doch nun wirklich geistreichere Alternativen. Man kann zum Beispiel in fremden Handtaschen wühlen oder Leuten auf dem Telefon wischen oder was auch immer. Die dicke Omme vom ollen Lenin sollte ja eigentlich ausgestellt werden, aber der Senat hat den Kopf in den Sand gesteckt und verrät nicht, wo er ihn verbuddelt hat. Und an der Kanzler-U-Bahn ist den Arbeitern in dieser Woche sogar die ganze Baupampe auf die Rübe gerieselt. Und sie duftet ja nicht so ganz angenehm. Besonders dufte auch der neue Kopf an der Spitze von Karstadt. Der sammelt bestimmt genauso viele Sympathiepunkte wie sein Vorgänger. 200 Punkte insgesamt. Dafür macht sich das gute alte BER-Oberhaupt jetzt schon mal einen Kopf um das Umzugsunternehmen. Also er ist das Oberhaupt hier überhaupt. Wenn's auch beim Umzugstermin immer noch keine Nägel mit Köpfen gibt. Und den Nachbarn des Flughafens brummt auch nach wie vor der Schädel in Sachen Lärmschutz, oder? Der verursacht Bauchkrimmen und dann war's das schon. Na, zum Glück ist jetzt wenigstens der Sommer genauso gegessen wie die Blattkronen der Kastanien. Bei den fallenden Temperaturen haben wir es immerhin leichter, einen kühlen Kopf zu bewahren.